Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kinderschutz ist in der Tat zu jeder Zeit ein ernstzunehmendes Thema und darüber hinaus und unbedingt ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Darum sollten wir uns auch ruhig regelmäßig damit befassen und sei es nur wie heute mehr oder weniger, um uns über die Aktivitäten der Landesregierung in diesem Zusammenhang auszutauschen. Ich danke der Ministerin für ihre ausführlichen Darstellungen darüber, was Regierungshandeln abgeleitet aus dem Landesprogramm Kinderschutz in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet. Und sie ist auch auf alle Fragen und Forderungen der Fraktion Die Linke eingegangen. Im Hinblick auf den Antrag der Fraktion Die Linke ist mein Eindruck auch, dass er doch ein wenig mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Das hat auch eben noch mal Frau Friemann-Jennert an der einen oder anderen Stelle gut zur Geltung gebracht. Und es ist sehr fragwürdig, ob wir zurzeit zusätzliche Maßnahmen in das Programm überhaupt mit aufnehmen sollten, wenn wir die Wirkungen der eingeleiteten und im Jahr 2016 verabschiedeten, zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht richtig beurteilen können. Maßnahmen brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Und ich erinnere mich mal in diesem Zusammenhang daran, wie schwierig es war, seinerzeit überhaupt die Personen, die außer den Eltern den direkten Zugang zu den Kindern hatten und sie auch näher zu Gesicht bekamen als andere, nämlich die Ärzte, sozusagen aufzuschließen dafür, dass sie sich nicht, böse gesagt, hinter Schweigepflichtsgelübden verstecken, sondern das Wohl des Kindes bzw. dessen Gefährdung als Handlungspflicht zu erkennen und in den Vordergrund zu stellen. Auch das war kein Selbstläufer. Auch dafür brauchte man Zeit für Kommunikation, Kooperation und Steuerung. Nehmen Sie es als ein Beispiel zum Veranschaulichen der Ausführung der Ministerin, die sagte, die Entwicklung im Kinderschutz trägt Prozesscharakter. Und ein großer Teil des Vollzugs von Kinderschutz ist nun mal auf der kommunalen Ebene angesiedelt. Hier gehen die Jugendämter notfalls in die Familien und holen im schlimmsten Fall die Kinder raus aus den Familien. Und wenn man sich dann mal das Zusammenspiel anguckt, wir haben den Plan 2016 beschlossen. In meinem Landkreis wurde die Jugendhilfeplanung zum Januar 2017 neu auf die Schiene gehoben. Die gilt für 4 Jahre lang. Beginnt damit einmal zurückzuschauen, was ist in der letzten 4-Jahreszeit passiert, was hat gewirkt, um dann innerhalb der nächsten 4 Jahre Dinge neu zu justieren und abzuarbeiten. Also warum jetzt nach diesem kurzfristigen Zeitraum diese Forderung? Nichtsdestotrotz, unsere Kinder müssen vor vielen Dingen geschützt werden. Gestern haben wir über die Spielsucht zum Beispiel gesprochen, aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Für mich ist aber und bleibt die schlimmste Art von Kinderleiden die Gewalt innerhalb der Familie. Und es ist nicht so einfach gesagt, wenn die Familien einen ordentlichen Rahmen haben und das Geld stimmt, dann passiert da nichts. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht in meiner Tätigkeit in der Opferhilfe. Und warum ist das für mich so ein schwieriges Thema? Aus dem Grund, weil es oft hinter den verschlossenen Türen der eigenen Familie stattfindet. Oft geschieht es lautlos und unbemerkt von den Nachbarn. Manchmal geschieht es aber auch laut und offensichtlich und wird aber nicht angezeigt, weil die Menschen, die das beobachten, ganz einfach selber Angst haben vor den Tätern und befürchten, da selber Nachteile draus zu haben. Und ich habe das neulich auf der Straße erlebt. Da hat ein Vater, ich nehme mal an, das war der Vater, der ging da jedenfalls mit Frau und 2 Kindern auf der Straße spazieren. Das eine Kind war sehr gnatzig und quengelig. Das kriegte mal eben welche hinten vorgesohlt und wurde dann auf die Schultern gehoben. Da ist keiner auch nur einen Schritt auf diese Menschen zugegangen. Das war so ein Schrank von einem Kerl. Das hat sich, würde ich mal vermuten, niemand getraut. Oder aber die Sensibilisierung stimmt noch nicht wirklich. Und auch die Herangehensweise bei Gericht in Bezug auf Täter und Opfer als Zeugen ist auch nicht immer optimal. Da hat sich schon viel verbessert. Alles ist aber noch nicht optimal. Aber das ist hier nicht das Thema. Daher konkret zum Antrag. Ich habe mich hier in weiten Teilen, schließe ich meinen Vorrednerinnen an. Deswegen
halte ich mich jetzt noch mal konkret an die Forderung von der Fraktion Die Linke. Der letzte, aber entscheidende Satz der Feststellung, die der Landtag nach dem Antrag der Linken unter Punkt 1 des Antrags treffen soll, basiert meines Erachtens auf einer reinen Vermutung und ist nach den Ausführungen der Ministerin nicht zu halten. Die Forderung unter Römisch 1, Arabisch 1 entbehrt nach den Ausführungen der Ministerin, die beispielsweise die in Satz 1 aufgestellte Forderung als Handlungsgrundlage und Selbstverpflichtung charakterisiert hat, auch reglicher Grundlage. Auch zum Kinderschutzgesetz schließe ich mich der Aussage der Ministerin an. Zu den unter Arabisch 2 aufgeführten Punkten sowie auch Punkt 3 ist ebenfalls genug gesagt. Allerdings möchte ich zu Punkt 4 doch noch einiges ergänzend ausführen. Dass wir zurzeit nicht davon überzeugt sind, dass wir die, wie ja im Nachtragshaushalt gerade verabredeten, zusätzlichen Mittel für den Bereich der psychosozialen Prozessgestaltung eben nicht dazu nutzen, das System, wie das hier gefordert wird, von den Fallpauschalen wieder zurück in die Form des alten Modellprojekts umzukehren. Und jetzt sage ich das erst extra nochmals für Herrn Wild, weil Herr Wild hatte gestern an anderer Stelle gesagt, er hätte mich nicht verstanden. Das muss nicht unbedingt wundern, weil ich mich hier oft auf Diskussionen im Landtag beziehe oder konkret auf das, was Rednerinnen oder Redner vor mir gesagt haben. Bei der psychosozialen Prozessbegleitung. Frau Bernhard hat gesagt, wir hatten ein erfolgreiches Modellprojekt von 2010 bis 2016. Das war so erfolgreich, dass das übrigens damals initiiert von unserer CDU-Justizministerin, dass das auch Anklang auf Bundesebene gefunden hat und wir deswegen seit dem 1. Januar 2017 bundesweit einen Rechtsanspruch für Kinder und besonders schutzbedürftige erwachsene Personen auf psychosoziale Prozessbegleitung haben. So erfolgreich war das. Wir hatten seinerzeit in diesem Modellprojekt in jedem Gerichtsbezirk, also an vier Stellen des Landes, eine finanzierte Stelle. Es war nicht immer eine ganze Stelle, weil wir ganz unterschiedliche Fallzahlen im Land hatten. Die Wasser war sehr unterschiedlich verteilt. Schwerpunkt war hier Schwerin. Dieses Modellprojekt hatte nicht nur die Aufgabe, diese psychosoziale Prozessbegleitung sicherzustellen mit den angestellten Personen, sondern rumherum gab es viele andere Aufgaben, Vernetzung, Begleitung vorher, nachher und so weiter. Das alles beinhaltet das Projekt. Dann haben wir mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Bundesebene hier im Landtag darüber diskutiert, die Fallpauschalen bei uns auch einzuführen, was wir letztendlich gemacht haben. Da haben wir uns sehr gestritten hier im Landtag. Wir haben diese Fallpauschalen eingeführt und darüber hinaus haben wir für jeden Gerichtsbezirk nochmal diese 15.000 Euro, von denen die Ministerin vorhin schon gesprochen hat, nochmal sichergestellt, damit auch einige Randaufgaben, die man damit in Verbindung bringen kann, sichergestellt sind. Nun haben wir und diese Randaufgaben, sage ich mal, die haben wir jetzt mit unserem Nachtragshaushalt nochmal um 150.000 Euro aufgestockt, die nicht für in erster Linie für Personal, also nicht für die Rückabwicklung in Richtung unseres Modellprojektes, sondern für andere Dinge. Frau Ministerin sprach die Koordinierungsstelle zum Beispiel an. Ich denke mal, das soll aus diesem Betrag mitfinanziert werden. Wir haben das, oder ich als Person habe die Umstellung seinerzeit hier verteidigt und ich tue das auch heute. Wie sieht das denn nämlich aus? Wir hatten seinerzeit vier Personen, die dafür zuständig waren. Eine Person pro Stelle mit unterschiedlichen Stellenanteilen. Und gerade hier in Schwerin, wo der größte Streit war, da hatten wir eine ganz taffe Frau, die das wunderbar gemacht hat. Die hatte aber einen Aufgabenberg, Power for Kids ist schon angesprochen worden, mit rasant ansteigenden Fallzahlen. Wenn diese Frau ausgefallen wäre, aus gesundheitlichen Gründen oder aus sonstigen Gründen, das Projekt wäre vollkommen zum Erliegen gekommen und die Kinder hätten echt also überhaupt keinen Beistand in diesem Zusammenhang gehabt. Deswegen war es eigentlich unserer Anliegen, diese Aufgabe, und es ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, auf mehr Schultern zu verteilen. Stand heute ist es so, wir haben 9 Personen, die dafür zugelassen sind, Prozessbegleitung zu machen.
Die haben die Genehmigung des Landes erhalten. Eine weitere steht in den Startlöchern. Also eine wesentlich breitere Verteilung. Auch örtlich sind die viel besser verteilt, als das vorher in diesem Modellprojekt war. Und zusätzlich haben wir für Leistungen drumherum diese 150.000 Euro aufgestockt mit dem Nachtragshaushalt für nächstes Jahr. Ich denke mal, damit können wir uns sehen lassen. Und deswegen können wir in aller Ruhe die Evaluation im Jahr Mitte 2020 auch abwarten und brauchen nicht an dieser Stelle jetzt schon mal zurückzurudern. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung und warte die Evaluation deswegen auch gelassen ab. Zu Punkt 5 allerdings, Frau Bernhard, da werden wir sicherlich noch mal zu den Vorbereitungen des Haushaltsplans 2020-2021 diskutieren. Aber nur für diesen einen Punkt hat es Ihren Antrag nun wirklich nicht gebraucht. Wir werden ihm nicht zustimmen. Vielen Dank.